Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Jahr 1997 stellte das Bundessozialgericht fest, dass NS-Verfolgten, die in einem Ghetto arbeiteten, eine Rente nach deutschem Recht zustünde. 2002 hatte der Bundestag dann zum ersten Mal beschlossen, allen Überlebenden der Nazi-Ghettos eine Rente zu gewähren, rückwirkend bis zum Zeitpunkt des Urteils, also bis 1997. Aber erst heute, 17 Jahre nach dem BSG-Urteil, können 40.000 betroffene, hochbetagte Jüdinnen und Juden in aller Welt nun endlich hoffen, dass dieser Anspruch zum ersten Mal Wirklichkeit werden wird. Dafür danke ich der Bundesregierung und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, namentlich Frau Ministerin Nahles und Frau Staatssekretärin Lösekrug-Möller und allen anderen daran Beteiligten im Namen der Fraktion Die Linke. Sie, meine Damen und Herren, haben sich erstens im Gegensatz zu allen Ihrer Vorgängerregierungen endlich den komplizierten rechtlichen Problemen gestellt, statt sich hinter ihnen zu verstecken, haben die Hunderten von Petitionen dazu ernst genommen. Beispielhaft sei hier nur die Petition des engagierten Sozialrichters Dr. Jan von Renesse erwähnt. Sie haben zweitens nun schnell eine Lösung gefunden. Und drittens haben Sie alle Regelungsvorschläge meiner Fraktion aus unserem Antrag in Ihrem Gesetzentwurf aufgenommen. Ich danke Ihnen aber vor allem dafür, dass Sie mit dem heute zu verabschiedenden Gesetz seine unrühmliche 12-jährige Vorgeschichte beenden. Denn gegen eine angemessene und schnelle Auszahlung der Ghetto-Renten gab es in Deutschland leider massive Widerstände. Ich will das gerade heute sehr ehrlich und sehr deutlich sagen. Die jüdischen Opfer sahen sich über ein Jahrzehnt lang bürokratischen Blockaden durch die Rentenversicherungsträger ausgesetzt. Ausführlich hat das der Warschauer Historiker Stefan Lehnstedt in einem Aufsatz in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte beschrieben. Die Opfer litten unter einer meist restriktiven richterlichen Praxis, wenn sie gegen ihre abgelehnten Bescheide klagten. Die Bundes- und auch die Landesregierungen versagten als Aufsichtsbehörden. Denn sie wussten um die Unzulänglichkeiten des Gesetzes, aber sie weigerten sich bis heute daran, etwas zu ändern, auch aus Sorge vor finanziellen Belastungen. Im Jahr 2008 gab es deshalb 6.100 bewilligte Anträge und 65.000 abgelehnte Anträge. Erst das BSG-Urteil aus dem Jahr 2009 hat dazu geführt, dass Zehntausende von abgelehnten Bescheiden überprüft wurden. 24.000 Bescheide wurden anschließend positiv beschieden. Aber, und das ist das Problem, ihnen wurde der rückwirkende Rentenbeginn ab 1997 versagt. Diese Vorgeschichte des heutigen Gesetzes ist kein Ruhmesblatt für die deutschen Bundesregierungen dieser Zeit und auch nicht für die Rentenversicherungsträger dieser Jahre. Sicher, es ist viel, viel zu spät dafür. Aber ich bin dennoch froh, dass den Ghettoarbeiterinnen und Ghettoarbeitern als Opfer der faschistischen Gewaltherrschaft heute nun endlich ein Stück Gerechtigkeit widerfahren wird. Und deswegen wird meine Fraktion diesem Gesetzentwurf auch zustimmen. Meine Damen und Herren, es bleibt aber noch eine Gerechtigkeitslücke. Es war die Klage einer polnischen Jüdin, die mit dem Urteil von 1997 den Stein für die Ghetto-Renten ins Rollen brachte. Aber ausgerechnet für die Jüdinnen und Juden und die Sinti und Roma aus den Ghettos, die seit dem 31.12.1990 durchgängig in Polen wohnen, gibt es immer noch keine Lösung. Dem steht leider das deutsch-polnische Rentenabkommen aus dem Jahre 1975 im Weg. Es blockiert in seiner derzeitigen Fassung die Auszahlung von Ghetto-Renten nach Polen. Und darum fordern wir mit unserem Entschließungsantrag die Bundesregierung auf,
hier ebenfalls schnell zu einer Lösung mit der polnischen Seite im Interesse der hochbetagten Betroffenen zu kommen. Ich bitte Sie deshalb, diesen letzten fehlenden Stein aus dem Weg zu räumen und das Ghetto-Rentengesetz so zu einem guten Abschluss zu bringen. Herzlichen Dank. Zum nächsten Redner erteilt das Wort dem Abgeordneten Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion.